Ja, dann gleich ein Kerker. Schön groß. Ja, erstmal ziemlich viel Gold. Wow. Okay, dann brauche ich gleich als erstes wirklich die Schatzkammer direkt neben das Dungeon Herz. Das Gold hier, dafür brauche ich definitiv eine Schatzkammer. Habe ich gerade den Goldklumpen ausgraben, sondern nur die da. Hühnerfarm. Put, put. Und das da ist mir etwas zu klein für einen Schlafraum. Was könnte ich stattdessen dahin tun? Schlafraum baue ich dann lieber hier hin. Den kann ich auch gleich ein bisschen größer machen dann. Oh, ich habe genug Mana, um noch zwei, gleich noch drei Imps zu beschwören. Also mit 8 Imps sollte ich für den Anfang auskommen. Nachher erhöhe ich wieder auf 10 oder 12, je nachdem, wie ich es brauche. Aber erstmal reichen 8. Was könnte ich hier hineinbauen? Folterkammer? Hier noch etwas größer den Trainingsraum gleich mal machen. Das hier reicht definitiv für einen Kerker. Da Folterkammer, Trainingsraum, Schlafsaal. Ach, dann passt hier eine kleine Werkstatt hin. Dann passt hier eine kleine Werkstatt hin. Also Gold gibt es bis jetzt zum Überfluss, zum Glück. Anders als in der letzten Mission. Kerker, genau. Kerker. Ja, der ist groß genug, 7 Skelette. Und jetzt dürfte das mit den Grabarbeiten einigermaßen mal ausreichen, abgesehen vom Gold hier natürlich. Ja, schafft mir Gold ran. Ich brauche mehr Gold. Ihr könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Noch nicht genug Gold. Obwohl, bevor wir hier weiter graben, wirklich erstmal das Gold da oben holen. So. 30 Betten, jawohl, das reicht eindeutig. Aber ich glaube, die Hühnerfarm ist nicht groß genug. Dafür ist hier jetzt der Platz für den Trainingsraum Ihr könnt groß euch den Bau genug. dieses Raumes nicht leisten. Die wird es immer noch nicht leisten können. Na, wenn die Hühnerfarm nicht groß genug ist, reißen wir halt die Mauer hier ein. Werden wir ja sehen. Kann ich mir jetzt den Trainingsraum leisten? Ja. Was fehlt noch? Werkstatt. Kleine Werkstatt. Kann ich mir auch immer noch nicht leisten. Aber das haben wir gleich. Ihr könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Das war jetzt aber Glück. Jetzt aber.
Hier noch ein bisschen größer machen, die Werkstatt. Gold zum Abwinken, würde ich sagen. Was für Räume fehlen noch? Ach ja, die Bibliothek hier oben. Und dann war es das, bis auf die Folterkammer alles. Hier kann ich noch eine Schatzkammer einrichten. Eine größere dann. Aber ja, der Dungeon sieht gut aus. Wie viel Gold es hier gibt. Ich habe 3 Imps, die nichts zu tun haben. Ihr könntet hier mal ausgraben. Wahnsinn, ist das viel Gold. Und ich habe genug Mana, um noch 2 Imps zu rufen. Sehr schön. So, das Portal haben wir schon mal, das erste. Jetzt brauchen wir nur Kreaturen daraus. Nimm mal das hier ein für mich, bitte. Was heißt bitte, nimm es ein? Da. Schaff schneller. Wo kommen wir denn da hin, wenn ich schon meine Imps darum bitte, irgendwas für mich zu machen? Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Ja, sehr schön, Salamander. Folterkammer für... Also eine Jungfrau. Und damit haben wir eigentlich alles. Oh, außer die Arena natürlich. Eine Arena direkt neben dem Schlafsaal. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. So. Also eine Jungfrau und Feuersalamander haben wir schon mal. Gibt es da hinten was Interessantes vielleicht? Mal gucken, oder ob da einfach nichts ist. Nein, hier ist einfach nichts. Tier? Hier scheint es noch eine Goldader zu geben. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. An die wir graben können. Und hier machen wir eine riesengroße Schatzkammer hin. So. Jo. Sehr schön, das läuft eigentlich alles wie am Schnürchen. Ich denke, zur Not machen wir einfach hier die Hühnerfarm raus. Wir bauen hier die große Hühnerfarm rein. Dafür brauchen wir hier noch mindestens so. Das dürfte groß genug dann sein. Für eine große Hühnerfarm direkt neben dem Schlafsaal. Und hier ist Platz für. Okay, jetzt haben wir definitiv genug Orte, an denen die schaffen können. Wie groß sollte die Arena mindestens sein? Aushöhlen, bitte. Ich sag immer noch bitte. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Das klappt alles sehr gut. Geldmangel gibt es eigentlich auch keine soweit. Im Gegensatz zur letzten Mission. Aber es ist eine ziemlich große Karte. Ich sollte, muss dann aufpassen. Ah, gut.
Sollten wir uns noch die Bodenplatten eine legen? Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Hier sind noch kaum Betten belegt, also hol dir deinen Schlafplatz. Gleich mal wieder umschalten. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Das ist jetzt eine große Hühnerfarm. Die ist schön groß. Dann kann ich die hier mal auf verkaufen und die ganzen Hühnchen von hier. Alle hier drüben absetzen. Ich stelle euch meine Dienste zur Verfügung. Missbraucht sie nicht. Horny hat sich schon wieder gemeldet, weil wir genug Mana hätten. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Und wir haben Teufler. Aber ich glaube, jetzt kriegen wir das Wichtigste. Jawohl. Aber ich merke gerade, eine Sache fehlt ja noch. Ja. Das kann hier neben die Futterwerkstatt. Ja, ein Salamander wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Warum können sie nicht als erstes gleich zum Schlafsaal laufen und sich Schlafplätze machen? Warum? Du hast sicherlich auch noch keinen Schlafplatz. Deswegen organisiert ihr gleich mal einen. Und ich denke... Ja, was denke ich jetzt gerade eigentlich? Ich denke, dass noch ein Casino hier reingehört und dann war es das eigentlich mit dem... mit der Infrastruktur. Ja, so sieht ein guter Dungeon aus. So gehört jeder Dungeon des Bösen. Aber keine Hühnchen in den Knast oder in die Arena. Lieber in der Hühnerfarm. Wobei, ich könnte auch Hühnchen in den Trainingsraum setzen, dann hätten sie gleich was zu essen. Folter dich lieber nicht selbst, geh lieber trainieren. So, die Arena hilft mir eigentlich in dem Sinne, dass ich hier meine Kreaturen höher bringen kann, als ich sie im Trainingsraum mache. Also in der Arena kann ich sie auf 8 bringen. Ich glaube, dazu muss ich einfach bloß 2 Kreaturen in die Arena reinhocken. Dann kämpfen die gegeneinander. Ja, genau.